So, liebe Gäste, beim Freeway Cup 2015, wir reden über ein kleines Stück Plastik in Gold und in Schwarz. Das ist die Mitgliederkarte der Volksbank Lübecker Land. Und neben mir steht einer der Mitarbeiter der Volksbank Lübecker Land, nämlich Marco Möhle. Du stehst an der Torwand oben, an der Torwand der Volksbank Lübecker Land. Was ist da im Moment gerade so los? Der Andrang, der ist sehr, sehr hoch. Wir haben ein Torwandschießen, wo wir für dreimal unten, für dreimal oben sehr, sehr schöne Gewinne halt auch mitbringen können. Der Vorteil gerade für unsere Mitglieder ist so, wenn sie halt die Mitgliederkarte einmal vorzeigen, dürfen sie halt für einen Fußballverein eine Spende halt für jeden Treffer bekommen von 10 Euro. Und bei 6 Treffern sind das schon 60 Euro, die in die Vereinskasse eingespült werden kann. Also wir möchten noch mehr Leute animieren, oben mitzumachen, für den Fußballverein aus dem Lübecker Land zu schießen. Die Karte, die Mitgliederkarte Volksbank Lübecker Land ist quasi die Eintrittskarte in Schwarz-Gold. So sieht es aus. Und ich glaube, da sind schon Mannschaften, die richtig gut vorgelegt haben. Es sind Mannschaften, aber da würde ich gerne sagen, komm vorbei, dann siehst du es auch an der Wand, was im Endeffekt dort schon an vielen Treffern schon für die Vereine geschossen worden sind. Ein Verein ist schon sehr weit vorne, aber ich hoffe, dass die anderen auch so langsam aufholen. Jo, und erzähl ein bisschen was zu den Zeiten. Geschossen wird heute noch bis... Bis 18 Uhr sind wir an der Torwand und der Andrang ist immer noch sehr, sehr hoch. Also wir haben da bestimmt 10 bis 20 Personen immer pro, sag ich mal, Schuss jetzt immer noch am Warteschleife. Bitte kommt vorbei und schießt für euren Verein. Genau, wunderbares Schlusswort. Dankeschön, Marco Möhler. Wir hoffen natürlich, dass auch ganz, ganz viele Leute oben vorbeikommen. An der Torwand auf der Nordseite, auf dem Gang, ganz hinten in der Ecke. Die Torwand, ein tolles Angebot der Volksbank Lübecker Land. Danke, Marco. Gerne, Christian. Und weiter geht's auf dem Feld.